Hallo und willkommen bei einem Spiel, die nur ist mit Melanie und Angelo und Mandala Stones. Schön, dass ihr reinschaut. Das Ganze ist beim Kobold Spiele Verlag erschienen, im Original und noch von Board and Dice. Der Autor ist Philipp Klobatsch. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Es ist für 2 bis 4 Spieler und ab 10 Jahren. Ja, und in Mandala Stones schlüpfen wir mal wieder in die Rolle der Künstler. Und zwar versuchen wir taktisch Steine einzusammeln, den genau perfekten Punkt abzupassen, um diese zu werten und somit an einem Mandala gemeinsam zu bauen. Natürlich kann nur der gewinnen, wer die meisten Punkte macht. Und wie das jetzt genau funktioniert, erzähle ich euch in einem Regelüberblick und dann sehen wir uns zu einem Fazit wieder. Ja, wir haben hier schon das Setup für eine 2-Personen-Partie von Mandala Stone aufgebaut. Was müsst ihr genau dafür machen? Natürlich haben wir hier schon mal den Plan vorbereitet. Doch bevor wir das machen können, müssen wir hier alle Mandala-Steine einfach in den Beutel werfen, gut durchmischen und dann jeweils 4 Steine ziehen und entsprechend auf jedes Feld mit diesem Symbol einer dieser Stapel legen. Wie ihr seht, haben wir den Sammelplan soweit schon vorbereitet. Außerdem müsst ihr diese 4 Sammler noch nehmen und zufällig jeweils einen Sammler auf eine Eckposition stellen. Dann bekommt noch jeder ein Künstlertableau und einen Zählstein. Außerdem erhält jeder Spieler noch so eine Übersichtskarte. Hier ist drauf vermerkt, welche Aktionen ihr während dem Spiel machen könnt. Legt außerdem noch den Mandala-Plan bereit, sodass alle Spieler rankommen. Hier werden dann nachher die Steine abgelegt, sobald sie gewertet werden. Dann gebt ihr jedem Spieler noch 2 dieser Aufgabenkarten verdeckt. Diese schauen sich an und nachher am Spielende zur Wertung entscheidet sich jeder Spieler, ob er hiervon noch eine erfüllen kann. Wie schon gesagt, versuchen wir taktisch hier Steine auf dem Sammelplan über die Sammler einzusammeln und diese auf unser Künstlertableau draufzulegen, um entsprechend Punkte zu machen. Wie ihr seht, gibt es hier unterschiedliche Wertungen, je nachdem, wo welcher Stein in der Position liegt. Und sobald wir werten, kommen diese hier auf unseren Mandala-Plan und wir bekommen eventuell noch zusätzliche Punkte. Wie schon angesprochen, haben wir während dem Spiel eine von 2 Aktionsmöglichkeiten, die wir ausführen müssen. Und das Spiel endet je nach Spieleranzahl, wenn wir das auf dem Mandala-Plan erreicht haben. Und dann kommt es noch zu einer Endwertung. Und derjenige mit den meisten Punkten gewinnt natürlich eine Partie Mandala Stone. Wer zuletzt einen hübschen Stein gefunden hat, beginnt und hat eine der 2 Möglichkeiten, die er in seinem Zug machen kann. Entweder er sammelt hier entsprechend mit dem Sammler Steine ein und legt diese auf sein Tableau, oder er wertet die ganze Geschichte. Das heißt, er wertet seine Steine entsprechend auf dem Tableau. In meinem Zug muss ich immer entweder sammeln oder werten. Kann ich keins von beiden machen, endet das Spiel leider abrupt im Voraus. Da ich ja jetzt noch keine Steine auf meinem Tableau habe, muss ich natürlich die Aktion Sammeln ausführen und dazu bewege ich einfach einen Sammler auf dem Sammeltableau und sammle Steine ein. Zu Beginn stehen die Sammler hier in den 4 Ecken und ihr seht schon, es gibt jeweils 2 Sammler mit der gleichen Symbolik, wie auch die Steine haben 2 verschiedene Symboliken, aber wir haben insgesamt 4 verschiedene Farben. Ich mache jetzt natürlich die Aktion Sammeln, weil ich habe ja noch nichts auf meinem Tableau. Das heißt, ich bewege einen dieser Sammler auf einen dieser bunten Punkt in die Mitte von jeweils 4 Steinen umringt und nehme dann entsprechend die Steine auf. Dabei muss ich aber darauf achten, dass natürlich die Symbolik mit den Steinen übereinstimmt und kein anderer Sammler entsprechend angrenzend ansteht. Ich entscheide mich jetzt einfach für diesen Sammler und bewege diesen hier auf den Sammelplatz. Nun darf ich alle Steine, die diese Symbolik mit dem Stein übereinstimmen hat, einsammeln. Nun darf ich diese 3 Steine hier einsammeln, aber nicht in beliebiger Reihenfolge, sondern ich muss bei einem Stein anfangen und dann entsprechend dem Uhrzeigersinn weitergehen. Das heißt, den ersten Stein, den ich einsammle, wird nachher unten liegen, die anderen Steine werden oben drauf gelegt. Ich entscheide mich jetzt einfach für die Gelb und sammle diese Steine ein und muss nun diese Steine hier auf meinem Board entsprechend platzieren.
Ich entscheide mich einfach mal, diese Steine hier zu platzieren. Danach ist der nächste Spieler im Uhrzeigersinn dran. Das ist in dem Fall, wenn wir zu zweit spielen, natürlich ich. Also ich werde jetzt meinen Zug machen nach den gleichen Regeln. Ich suche mir einen der Sammler aus und platziere ihn jetzt hier zwischen den Steinen, um etwas einzusammeln. Ich entscheide mich auch für diesen Sammler, platziere ihn hier drüben. Ich muss mich wieder für einen Stein entscheiden und dann im Uhrzeigersinn. Ich werde diesen Stein zuerst nehmen, das heißt, ich lege ihn kurz raus. Diesen Stein darf ich nicht nehmen, obwohl er im Uhrzeigersinn als nächstes dran kommen würde, denn ein anderer Sammler steht angrenzend zu diesem Sammler oder zu diesem Stein, den ich möchte, und dadurch ist dieser Stein für mich gesperrt. Das heißt, den nächsten Stein, den ich nehmen kann, ist dieser lilane. Den lege ich oben drauf und platziere ihn mal hier auf meinem Board. Beim Sammeln muss ich aber darauf achten, dass ich immer noch ein freies Feld habe, denn ich darf keinen gesammelten Stapel auf einen bereits bestehenden Stapel darauf legen. Das heißt, wenn ich jetzt genügend gesammelt habe oder keinen Platz mehr habe, muss ich die nächste Aktion wählen, und zwar wäre das Werten. Bei der Wertung gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten. Entweder ich mache eine Farbwertung oder eine Kopfsteinwertung. Ich erkläre zuerst mal die Farbwertung. Bei der Farbwertung muss ich hier Türme haben, die mindestens zwei gleiche Farben auf meinem Tableau hat. Sprich, ihr seht, ich habe hier jetzt schon drei verschiedene Türme und ich entscheide mich jetzt einfach mal zu werten. Und wofür bekommen wir jetzt Punkte bei der Wertung? Ihr seht hier unten entsprechende verschiedene Punkte, und das heißt, ich bekomme immer Punkte für den Stapel, der die Farbe hat, die ich gerade werte. Sprich, in diesem Fall bekomme ich für jede unterschiedliche Höhe von Steinen entsprechend Punkte. Wir haben also hier einen Zweierstapel, wir haben hier keinen, wir haben hier einen Dreier und einen Einserstapel. Das heißt, ich bekomme hier jetzt 1, 2, 3, 4 Punkte. Ich gehe hier einfach mit meinem Punktemarker nach vorne entsprechend der Skala. Dann nehme ich diesen Stein runter, dann weiß ich, diesen Bereich habe ich schon gewertet. Hier gibt es nichts zu werten. Als nächstes kommt also dieser Stein. Das heißt, ich habe hier 4. Da er im dritten Level ist, bekomme ich für diesen Stein einfach 4 Punkte. Ich gehe wieder vor. Dieser Stein wird übersprungen, weil er nicht entsprechend der Farbe passt. Und jetzt haben wir hier noch diesen Farbturm zum Werten. Und da ist es immer so, dass ich für jeden Stein, der sich hier im Farbturm befindet, verschiedener Farbe, einen Punkt bekomme plus zusätzlich einen Punkt. In meinem Fall sind es einfach 3 Punkte. Nachdem ich gewertet habe, lege ich meine Steine auf den gemeinsamen Mandala-Plan ab. Das heißt, ich nehme jetzt meine 3 Steine und lege diese hier hin. Hätte ich jetzt noch so ein Feld überdeckt, würde ich noch zusätzliche Punkte bekommen. Die andere Art von Möglichkeit beim Werten ist die Kopfsteinwertung. Hier kann ich beliebig viele Steine verschiedener Farbe ablegen und bekomme einfach für jeden Stein einen Punkt. Das heißt, hätte ich mal hier Farben, wo einfach nicht zusammenpassen, könnte ich mich entscheiden, diese abzulegen. Angenommen, ich würde die Kopfsteinwertung machen und entscheide mich jetzt, diesen gelben Stein abzulegen, bekomme ich einen Punkt. Und da ich jetzt diese 1 hier überdecke, bekomme ich sogar 2 Punkte. Bei der Kopfsteinwertung dürft ihr natürlich nur den obersten Stein ablegen, das heißt, ihr könnt maximal 5 Punkte damit erzielen. Wie schon erwähnt, hat Mandala Stones keine feste Rundenanzahl, sondern das Spiel endet, sobald entsprechend der Stein auf die Spieleanzahl-Anzeige gelegt wird. So, um das genau zu verdeutlichen, würde ich hier jetzt die letzten 3 oder mehr Steine werten und ich überdecke dieses Feld, da wir ja zu zweit spielen, wird das Finale eingeläutet. So, das heißt jetzt hat noch jeder andere Spieler einen finalen Zug. Der, wo das Spiel eingeleitet hat, hat natürlich keinen Zug mehr. Jetzt schauen wir einfach noch zum Ende. Wir dürfen hiervon noch eine Karte werten. Das heißt, hier hat jeder noch eine eigene Aufgabe und man kann sich so ein bisschen hinarbeiten. Jeder sucht sich dann eine Karte aus, wenn eine zutreffend ist, und geht diese Punkte entsprechend auf seiner Siegpunktleiste vor. Falls jemand über die 50 bekommt, dann kriegt er einen 50er Marker, damit man auch wirklich weiß, er hat mehr als 50 Punkte geschafft. Derjenige, wo die meisten Punkte gemacht hat, so wie es eben üblich ist, gewinnt eine Runde Mandala Stone. Wie das Ganze uns jetzt gefallen hat, erzählen wir euch in einem kurzen Fazit.
So, das war Mandala Stones. Ihr habt es gesehen, es ist wieder ein schönes, abstraktes Spiel, was uns dieses Jahr hier geboten wird. Es hat natürlich so auf den ersten Blick vielleicht eine gewisse optische Ähnlichkeit mit anderen Spielen aus diesem Genre. Es gibt halt natürlich wieder Steine, die sind bunt, die möchte man legen, nachdem man sie eingesammelt hat. Und trotzdem spielt sich Mandala Stone sehr, sehr eigenständig. Kurz zum Thema, wir versuchen ja hier als Künstler quasi ein Mandala zu erschaffen. Ich finde, das Thema kommt bei so Spielen bei mir immer recht schlecht rüber, weil ich finde, so ein Spiel braucht für mich kein Thema. Ein abstraktes Spiel, das lebt halt durch seine Abstraktität, sagt man das so. Also mir macht das Ganze auch ohne Mandala-Thema sehr viel Spaß. Und natürlich ist es super bunt, es sieht toll aus. Wir haben diese kleinen Muster auf den Steinen. Das hat mich auf jeden Fall optisch schon mal ziemlich angesprochen. Ja, vom Material her, ich gehe mal direkt ins Material über, weil Angelo hat so viel davon erzählt. Dann gehe ich mal aufs Material ein. Und das Material, muss ich sagen, ist durchweg richtig schön und toll gemacht. Wir haben einen sehr bunten, farbenfrohen Klecks auf dem Tisch. Die Steine sind wertig gemacht, diese kleinen Sammler hier sind aus Holz, auch die Punktewerter sind aus Holz gemacht. Also das Material an und für sich ist sehr hochwertig, die Tableaus sind klasse, die richtigen Tableaus. Wobei ich sagen muss, unser Künstlertableau, diese Farbpalette, wie sie hier aussieht, oder eine Kidneybohne, je nachdem, ist ein bisschen dünn. Aber Schade. Man hat es ja eigentlich nur für sich liegen und legt hier diese Steine drauf und macht sonst nicht viel dran. Ja. Ein bisschen mehr Pappe hätte aber. Ein bisschen Pappe hätte nicht geschadet, ich finde auf jeden Fall. Ansonsten finde ich vom Material, es ist echt schön, es ist sehr stimmig. Das Spielmaterial gibt eigentlich das wieder, was das Cover uns suggeriert. Genau. So, dann kommen wir zur Mechanik und die finde ich wirklich klasse. Ich habe sie ganz am Anfang kurz angesprochen. Denn ich finde diesen Einsatzmechanismus, wie diese Sammler platzieren müssen, um dann die entsprechenden Steine der gleichen Art des Sammlers mitzunehmen, wirklich super gemacht. Weil wir natürlich dann versuchen, auch im Uhrzeigersinn, oder wir müssen im Uhrzeigersinn, diese Steine zu sammeln. Und dann fängt es nämlich schon an, wie sammelt man diese Steine an? Weil man möchte ja natürlich immer die oberen, oder man wertet nur die oberen. Und wenn ich die wegnehme, wenn ich dann darunter ein kunterbuntes Mischmasch habe, dann bringt mir das gar nichts. Also muss ich eigentlich schon beim Sammeln überlegen, welche Farbe möchte ich denn als nächstes werten? Was ist möglich für mich, das so zu werten? Und es ist auch wichtig, dass wir uns entscheiden, wie hoch dieser Turm ist. Denn es gibt ja ganz unterschiedliche Wertungen auf meinem Tableau. Zum Beispiel gibt es ein Feld, da möchte ich eigentlich nur einen Stein, dafür kriege ich 4 Punkte. Oder es gibt einen, wenn ich den 4. erreicht habe, dann kriege ich dafür sogar 6 Punkte. Und da fängt das Ganze nämlich schon an, wirklich tricky und kopflastig zu werden. Das ist das, was das Spiel dann auch so ausmacht, dass ich mir halt überlegen muss, wo gehe ich hin? Welchen Stein hole ich, dass ich halt einen kontinuierlichen Punktewertungsstrang hier habe, dass ich nicht ständig habe, jetzt kann ich einmal werten, muss mir wieder was holen. Das hat mir echt sehr gut gefallen. Ja, ich muss sagen, wir haben es in verschiedenen Konstellationen gespielt und je nachdem, mit wie viel man das spielt, so verändert sich das Spiel auch tatsächlich. Weil wenn man zu zweit spielt, dann überblickt man diesen Plan und sieht, so wie Angelo schon gesagt hat, man sammelt und man muss schon drauf achten, was ist denn nachher noch verfügbar, wie kann ich nachher noch punkten. Und das ist natürlich zu zweit besser zu berechnen, zu taktieren, weil ich mehr Möglichkeiten habe und besser vorausplanen kann, wie jetzt zu dritt oder zu viert. Denn da kann es sein, da tut sich so viel auf diesem Plan, bis man dann wieder drankommt, hat man gar nicht mehr die Möglichkeit, das zu nehmen, was man wollte. Und dann muss man vielleicht auch wirklich mal nur einen Stein nehmen. Oder man muss dann diese Aktion mit dem Werten machen, dass man nur einen oder zwei Steine abgibt, um dann an seine Schätze ranzukommen, um besser zu werden und so weiter. Und wer mich kennt, der weiß ja, dass ich sowas liebe, zu zweit zu spielen. Weil dann kann man nämlich richtig böse spielen oder gemein spielen. Dann kann ich nämlich gucken, oh, was braucht denn Melli? Wo stelle ich meinen Sammler so hin, dass sie dann vielleicht nur noch einen Stein einsammeln kann? Und das mag ich ja bei so Spielen, so ein bisschen für mich das Beste rausholen und dem anderen so gut wie möglich zu schaden. Das kann man bei diesem Spiel natürlich auch machen, wenn man möchte. Melli schüttelt schon den Kopf. Ich finde es toll. Wir haben hier 4 Sammler. Willst du mir da was machen? Das geht schon. Die habe ich schon das eine und andere Mal gesehen, dass das funktioniert. Und da kann man dann echt gemein spielen. Und manchmal ärgert man sich natürlich dann auch, wenn der andere Spieler oder die anderen Spieler den Sammler jetzt so blöd an diesen perfekten Punkt stellen, dass man statt 3 nur noch 2 dieser Steine bekommt. Also alles in allem, finde ich, macht Mandala Stone hier wirklich einen ganz tollen Job. Es funktioniert wunderbar mit diesen Sammeln, überlegen, was ich sammle, das Grübeln finde ich super. Wann ich werte, wie ich werte und auch dieses von der Komplexität. Also ich sage ja, ich habe es schon angesprochen, je nachdem, mit
wie viel man spielt, ändert sich eben das Spiel. Man muss sich da auch ein bisschen dem Spiel anpassen, je nachdem, was man eben bekommt oder mit wie viel man spielt. Natürlich, wenn man zu viert spielt, ist diese Spirale zwar viel, viel länger, aber es rühren ja viel mehr in diesem Brei mit. Das heißt, wir kriegen hier ein viel bunteres Mandala auf den Plan und da kann es auch sein, mal zu taktieren und zu sagen, nee, ich nehme jetzt lieber einen Stein und werte den, nur damit ich diese zwei Bonuspunkte bekomme. Ja. Und ich würde sagen, von der Komplexität her kann man es gut einstufen in solche Spiele wie Azul, Sagrada und Co., würde ich sagen. Also ja, es hat schon ein bisschen Hirnschmalz, wo man braucht, aber nicht so, dass man sagt, boah, das kann man keinem zumuten. Ich denke, es ist eine super einfache Regel. Sehr schönes Spiel, einfache, zugängliche Regeln. Es sind ja nur zwei Aktionen, drei Möglichkeiten, die man machen kann. Und das finde ich, es ist echt ein tolles, gelungenes Spiel und ich finde es einfach klasse. Genau, das ist wirklich unser Fazit von Mandala Stone. Es hat uns total gut gefallen. Ich glaube, wir stehen generell gerade sowieso ein bisschen auf abstrakte Spiele. Wenn ihr jetzt also sagt, wow, nach diesen ganzen abstrakten Spielen, die es in der Vergangenheit gab, suche ich jetzt was Neues, das mich optisch anspricht, das materialtechnisch toll ist, das sich sowohl zu zweit, aber auch zu viert gut spielen lässt, dann können wir euch das ganze Ding wirklich nur wärmstens empfehlen. Schaut es euch an. Ja, das tolle Arbeit gemacht. Genau, Jungs, das war's hier von der Mandala Spieleverlag. Also gut, Mandala das war es jetzt auch hier wirklich von der Mandala Front. Wir schicken euch jetzt einfach mit diesem Video mit kunterbunten Grüßen in den Alltag hinaus. Habt viel Spaß beim Spielen. Lasst natürlich gerne einen Kommentar, ein Like oder Abo da. Diskutiert mit uns, was ist denn euer lieblingsabstraktes Spiel? Oder sagt ihr, boah, Mandala Stones hat mich jetzt so dermaßen gerissen, das brauche ich jetzt sofort. Schreibt es einfach rein und wir sagen vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.